Eishockey, MERC. Die Profis stehen dank des neuen Vorstandes finanziell ganz gut da, nur sportlich sieht es ein bisschen schlechter aus als gewohnt. Anders ist das bei der Jugend, da spielt man sportlich ganz oben mit, nur finanziell hapert es eben ein bisschen. Bei mir im Studio, Frau Könel. Frau Könel, Sie sind die Jugendleiterin. Es ist klar, dass Eishockey in der Jugend teuer ist. Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen sind immer sehr gering. Eishockey ist kostenintensiv. Ich denke an die Ausrüstung, ich denke an die weiten Reisen. Wie kommen Sie denn am Ende der Saison auf das Geld, das Sie brauchen? Es ist so, dass unsere Schatzmeisterin leider erkrankt ist. Sie könnte jetzt genaue Zahlen sagen. Wir haben, um unseren Etat zu decken, die Zusage des Vorstandes der ersten Mannschaft. Und ansonsten sind wir auf Sponsoren angewiesen. Mhm. Wir verkaufen MERC aktuell, werden von daher sehr unterstützt und sehen halt zu, wie wir über die Runden kommen. Mhm. Wir haben es dieses Jahr sehr schwer, da wir zum ersten Mal Eisgeld bezahlen müssen an die Stadt Mannheim. Gleichzeitig hat der DEB die Runden verändert. Mhm, was den früher, Spielmodus für die genau, Jugendlichen geändert. Ja, was früher zum Beispiel in Turnierform in 3 Tagen ausgetragen wurde, läuft jetzt in einer normalen Punkterunde, sodass zum Beispiel hier die Schülermannschaft in der Endrunde 2-mal nach Berlin fährt. Mhm. Dieses Jahr kam auch die Junioren-Bundesliga dazu. Das ist alles sehr kostenintensiv. Was kostet denn die Mitgliedschaft für die Jungs bzw. deren Eltern? 60 Mark. Ist der Mitgliedsbeitrag pro Jahr, 20 Mark die Aufnahmegebühr. Wenn Sie über 18 sind, ist es 120 Mark. Und das deckt das natürlich alles nicht. Ne? Es gab eine Veröffentlichung in einer großen deutschen Sportzeitung in dieser Woche. Da steht drin, dass der MRC 160.000 Mark für die Jugend ausgeben muss pro Jahr. Ja. Andere Vereine investieren oder können da das Doppelte investieren. Schlägt sich das dann auch auf die Qualität der Jugendarbeit nieder? Auch eigentlich nicht. Wir stehen doch ganz gut da. Ne? Wir spielen oben mit und ich hoffe, dass es so bleibt. Beste Überleitung zu Herrn Haaf. Herr Haaf, Sie sind der Trainer der Schülermannschaft, die Jungs, die hier heute im Studio sitzen. Ihr spielt jetzt um die deutsche Meisterschaft mit, seid in der Runde der letzten 8. Wie sind die Chancen? Wer sind die schärfsten Gegner, Konkurrenten? Ja, die Chancen, die stehen nicht schlecht. Es ist eigentlich alles drin, von Platz 1 bis 8. Weil es sind immerhin Jungs, ja, die erst am Anfang ihrer sportlichen Laufbahn stehen, die allerdings schon einige Saisons schon hinter sich haben. Aber ich orientiere die Mannschaft, wenn alles optimal läuft, auf Platz 1 bis 4. Hm. Platz 1 möchte ich momentan mehr als Favorit an Landshut abgeben. Dann kann es natürlich denkbar sein, dass Düsseldorf, Mannheim, Kaufbeuren, das sind so eigentlich die Mannschaften, die sich in der ganzen Vorrunde sich herauskristallisiert haben. Hm. Und es gibt vielleicht eine kleine Parallele. Wir konnten mit derselben Mannschaft vor 2 Jahren die deutsche Vizemeisterschaft erreichen, hinter Landshut. Und der Trend ist eigentlich so, dass wir eigentlich diesen zweiten Platz eigentlich anpeilen. Ja. Aber es sind die Frau Könel hat es eben angedeutet, dass sich der Spielmodus geändert hat. Früher ist die Endrunde in Turnierform an einem Wochenende ausgetragen worden. Heute muss man reisen zu jedem Spiel oder immer zu 2 Auswärtsspielen. Wer lässt sich denn für Jugendliche so einen Schwachsinn einfallen? Ich bin nicht gerade so ein Schwachsinn. Es ist so, der aber es kostet doch erheblich mehr als vorher. Kosten ja, aber vom sportlichen Ablauf begrüße ich das eher, weil die Jungs haben ausreichend Spiele. Die Spieler werden konkurrenzmäßig qualifizierter. Denn bei einem Turnier an einem Wochenende mit 3 Spielen, das ist also einmal eine große Belastung. Dann ist eine Belastung für auch geistig, denn jedes Tor entscheidet um Platz 1 bis 4. Man muss auch mental fit sein. Genau. Und in einer länger dauernden Runde mit 8 Auswärtsspielen und 8 Heimspielen, dann hat man doch eine Chance, die Mannschaft einmal besser vorzubereiten, kann auch Verletzungen besser nicht oder auch Krankheiten, kann man Krankheiten besser überwinden. Und ich glaube, für den sportlichen Weg ist dieser Weg, finde ich, etwas besser. Für die Jungs etwas anstrengender. Aber ich glaube, die Jungs, die eigentlich mal Bundesliga spielen wollen, die müssen diesen Weg gehen. Und die gehen auch. Ich kenne die Mannschaft jetzt schon sehr lange, betreue sie auch schon sehr lange. Und die sind also gewillt, da mitzumachen und ziehen auch voll mit. Deutsche Meisterschaft, die Endrunde steht an, haben wir gesagt. Am 3., 4. März steht außerdem ein internationales Turnier an, hier beim MRC, hier in Mannheim. Wie sieht es denn da außer der sportlichen Seite mit dem Zuschauerzuspruch aus? Ja, mit Zuschauern, da könnte es natürlich weitaus besser aussehen, zumal es eintrittfrei ist. Wir sind auch hier auch immer auf Sponsoren angewiesen. Mhm. Wir freuen uns immer wieder, wenn in Mannheim Firmen da bereit sind, uns Schirmherrschaft zu übernehmen, auch sich an Tombola. Denn die,
die Kosten sind doch auch enorm. Die tragen hauptsächlich die Eltern. Und da freuen wir uns eigentlich über jede Spende. Auch einen Schirm haben wir noch keinen. Wir suchen noch ganz intensiv. Und, ich habe auch gesehen, die Kleinen darf ich ja nicht sagen, sonst gibt es gleich was auf die Ohren. Die Schülermannschaft sitzt hier schon mit Trikotwerbung. Das heißt, da gibt es schon einen Sponsor. Und das ist ja dann, kann man ja als erste Pionierleistung einordnen, denn der Werbeeffekt für einen Sponsor ist ja dabei gleich null. Ja, wir haben in Mannheim einige sehr intensive Sponsoren, gerade für den Nachwuchs. Die Firma Grimminger ist bei uns sehr seit Jahren tätig und sponsert die ganze Jugend. Also mit Grimminger backen Grimminger die Schüler große Brötchen. Große Brötchen, ja. Ich hoffe auch, dass die Brötchen groß genug sind für die deutsche Meisterschaft, auch fürs Turnier. Jetzt haben wieder nur die Großen geredet, die Jungs sitzen hier. Wer sind denn eure Vorbilder in der ersten Mannschaft? Erzählt mir mal. Also mein Vorbild ist Peter Dreiseitel und Harald Kreis. Bei dir, du bist der Torwart, gell? Kannst nur der Beppo sein, oder? Eigentlich nicht. Nee, wer Grant denn? Fuhr. Aha, Grant Fuhr aus Amerika. Wo spielt er bei welcher Mannschaft? Oilers. Edmonton Oilers, klar. Bei euch, wer sind die großen Helden hier im Team? Peter Dreiseitel auch, der geht nach Köln. Wer wird's dann? Da musst du immer bei Köln zugucken. Ihr wollt alle Profis werden, davon gehe ich mal aus, ja? Ja? Na, da werden wir mal schauen. Herr Haaf, wie oft ist Training die Woche? Ja, wir trainieren auf dem Eis zweimal. Wenn die Erstmannschaft auswärts spielt, bekommen wir noch zusätzlich eine Stunde. Das wäre dreimal. Wir machen auch zusätzlich noch ein intensives Gymnastik-Körpertraining in der Turnhalle. Das machen die Jungs auch mit Freude und das machen wir in Sandhofen. Und soweit sind die Jungs also, wenn es geht, viermal beschäftigt. Wunderbar. Ich bedanke mich für die Auskünfte. Wünsche euch viel Erfolg für die Endrunde. Unsere Sponsoren bringen wir jetzt ins Programm.